So Freunde, 2024 Auflage Nummer 3. Wir sind etwas gewachsen. Wir haben dieses Jahr auch noch da oben dabei. Ich gebe euch heute wieder vlogmäßig ein paar Eindrücke, was wir hier Schönes machen, was hier Schönes geht. Für die, die leider nicht dabei sein konnten, dass die ein bisschen was sehen. Und für die, die dabei sein, vielleicht sich selber sehen. Und für 2025 ein bisschen Vorbereitung, damit ihr seht, warum wir das machen und was dieses Event für dich für Vorteile bringen könnte. Weltend, das Äquivalent zur Messe. Darum geht es. Keine Theorie, nicht nur sprechen, sondern zu den ganzen Fragen stellen. Das Ganze auch gleich live mit dem Anwendungstechniker oder dem Handwerker oder demjenigen, mit dem du dich vor Ort unterhältst, praktisch anwenden. Heißt der Kevin und der Kevin ist das dritte Mal schon da. Ich weiß noch, die coole Chefin hat immer dein Ticket besorgt. Hat sie auch diesmal wieder gemacht. Warum bist du denn hier? Was Spaß macht. Was noch? Sag mal so zwei, drei Sachen. Austausch, Content zwischen den Speisern. Man sieht halt viele Neuigkeiten. Ja, das waren nämlich die coolen Punkte. Genau das ist das, worauf ich immer hinaus will. Dieser Mehrwert, Handwerk, austauschen und die Anwendungstechnik einfach löchern mit Fragen. Der Kevin ist auch Schweißer, das muss man auch dazu sagen, Berufsschweißer. Was machst du da so? Welche Grundwerkstoffe schweißt du? Alles. Alles? Querbeet, Alu, Stahl, Edelstahl? Genau. Okay, und was ist dein Lieblingsverfahren? WIG oder MAG? WIG. WIG, Aluminium, gell? Hast du schon auch ein bisschen Blut geleckt. Ja, ja. Also er wird mir immer sympathischer und richtig cool. Das dritte Mal da. Nächstes Jahr, wie sieht's aus? Na klar. Also geil. Also wenn du in 24 nicht dabei warst, 25 auf jeden Fall abchecken. Wir werden frühestmöglich einen Termin bekannt geben, dass du auf jeden Fall mit dabei bist. Und ich habe Gott sei Dank nur Positives gehört. Das Wetter hat sich auch bis jetzt gehalten. Also toi, toi, toi. Das gebracht jetzt gut, Wetter. Ja, genau. Dank dir. Wir hatten die letzten zwei Jahre das untere Plateau nur mit Anwendungstechniker, mit Ausstellern, die mit dabei waren. Dieses Jahr sogar noch eine zweite Etage mit on top, obwohl leider drei krankheitsbedingt nicht dabei sein konnten, nämlich Fein, Ruko und Moldex. Ich hoffe, sie sind nächstes Jahr definitiv zur Weltend 4.0 mit dabei. Den Platz haben wir, wie gesagt, dieses Jahr gebraucht, weil Abicor Binsel mit einem großen Wagen und zwei Schweißplätzen mit dabei war, Keindl mit den Frässcheiben, Chessig war noch mit dabei und Bümat. Das war natürlich einiges mehr, was natürlich cool ist, mit noch mehr Anwendungen, noch mehr Fragen stellen, noch mehr Schweißplätzen und so weiter. Jetzt müssen wir gleich über beide sprechen, einmal der René, einmal der Paul. René, letztes Jahr hier gewesen, das erste Mal kennengelernt. Und heute, wie heißt das Fahrzeug? Das ist ein Ford V8 Small Block, ein Traktorpuller. Ja. Ganz krasse Scheiße, komplett von mir geschweißt. Kompletter Rohrrahmen, Tank, Heckfender aus Aluminium, Zweier Alu, Kehlnaht geschweißt. Im Endeffekt habe ich mich hobbytechnisch ausgelebt. Wir haben hier einen kompletten Wert von 55.000 Euro stehen. Okay, warte mal. Bist du nächstes Jahr wieder dabei? Dann liegt nicht an mir, Erik. Okay, also von mir überzeugt. An mir auch nicht. Wichtig ist, dass du nächstes Jahr dabei bist. Er war letztes Jahr das erste Mal dabei. Nur Zuschauer. Und hast auch Social Media deswegen ein bisschen angefangen? Du bist schuld. Okay, alles klar. Also die Schuld liegt bei mir. Aber freue mich natürlich, weil es geil ist, weil mittlerweile auch so eine Kumpelschaft entstanden ist. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Und das ist ja wieder die Thematik. Netzwerken, austauschen. Deswegen freue ich mich, dass du da bist. Du sollst natürlich nächstes Jahr wieder dabei. Du gehörst dazu mittlerweile. Ja, schön. Freut mich. Noch dazu gehört der Paul. Einer der Jüngsten. Ich würde sagen, dieses Jahr wahrscheinlich auch wieder einer mit der Jüngsten. Letztes Jahr war er 14. Jetzt ist er logischerweise 15. Ausbildung machst du, fängst du dieses Jahr an? Als Konstruktionsmechaniker. Als Konstruktionsmechaniker. Das heißt, du wirst täglich schweißen? Ja. So ist zumindest der Plan. Ja. Und guckt mal an, was er für einen Helm auf hat. Der hat sogar mit 15 verstanden, um was es geht. Ja? Frischlufthelm, geht in vielen Varianten. Finde ich mega. Selber umgebaut. Finde ich richtig geil. Erste Alunaht heute oder schon die mehr gemacht? Zweite. Sieht gut aus. Das kann nur besser werden. Und wie gesagt, wir sind hier bei einem 15-Jährigen. Das ist auch nicht so Standard. Und ich finde es schön, dass die Jugend Bock hat auf Handwerk und auch auf Schweißen vor allem. Weil Schweißen ist nicht mehr nur ein Beruf, das ist eigentlich schon... Leidenschaft. Ja, das hat schon, ist schon individualisieren, irgendwas machen, was halt nicht jeder macht. Genau. Schweißen ist immer das eine Thema, aber in deinem Bereich natürlich, wo du fit bist, so wie ich im Aluminiumbereich. Aber es gibt ja immer wieder Anwendungen, wo ich nicht so fit bin. Und genau da hat mir das Netzwerk geholfen, was ich jetzt aufgebaut habe. Die Jungs, die beim Weltend mit am Start sind. Und genau davon soll einfach jeder profitieren und untereinander sich verbinden, vernetzen. Dass jeder immer einen Kontakt hat, wo er sagt, okay, da kann ich mich hinwenden, dem kann ich eine Frage stellen. Und das habe ich auf dem Weltend gelernt, um es später in meiner Werkstatt wieder anwenden zu können.
Natürlich habe ich mich mit den Gästen sehr, sehr viel unterhalten und cool war, dass jemand ganz frisch dabei war, der seit 2 Tagen schweißt und einer, der selber seine Maschinen und Werkzeuge baut. Das heißt, die zwei haben sich schon miteinander gut connected, über 1 Stunde gesprochen, haben sie mir verraten. Und genau da habe ich festgestellt, das ist nämlich der Punkt, worum es geht, warum wir dort gemeinsam die Leute verbinden und sich treffen können zum Thema Handwerk und Schweißen. Ich würde dann ja mal seinen Teil mal testen. Ja, hat er schon gesagt. Also jetzt mal eine Runde rumrollen. Alter Vater, schieb das Ding vor, das gibt's ja gar nicht. Ich bin das ja nicht gewohnt mit E. Aber ich glaube, das ist nochmal eine Nummer krasser. Das ist eine andere Nummer. Wo tust du deine Füße hin? Hier vorne. Ja. Und du kannst auch den Sitz noch einstellen. Ich habe eine Sitzschiene da eingebaut. Oh, na, ist gut so. Ist okay. Ja, kannst du langsam. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht nur um das Thema Schweißen geht beim Weldend. Natürlich ist es ein großer Fokus, aber das werden auch immer wieder mehr Leute im Handwerk merken. Es gibt natürlich auch Jungs, die im Holzbereich unterwegs sind. Trotzdem kommen sie an dem Metall nicht vorbei. Und dann ist es natürlich cool, wenn man sagt, okay, das Ganze kann ich natürlich auch selber schweißen. Deswegen die handwerkspraktischen bezogenen Sachen, die dort vor Ort möglich sind, aber immer natürlich in Verbindung mit, weil das ist natürlich unser Hauptthema, das Thema Schweißen. Ich habe einen neuen Kumpel und jeder, der uns auf Social Media folgt, hat schon gesehen, der liebe Andi. Ja? Hi. Und da hinten steht Meister, ich habe da ein Problem, sprich du es aus. Megale. Irgendwann krieg ich es hin. Wir haben ja richtig cool Aluminiumteile gebaut, beziehungsweise der Andi hat es gebaut, ich habe es nur geschweißt und ich bin froh. Vorgestern schon. Ja. Haben 2 coole Tage zusammen verbracht, sind sogar stark gestern gefahren, war auch abenteuerreich. Zusammen. Ich bin froh, dass du hier geblieben bist. Ja. Andi hat gesagt, ich stelle noch ein bisschen was aus und dann können wir ja noch mal ein bisschen hier drüber schweifen. Wir haben zwar schon ein bisschen was gezeigt und haben auch Videos gemacht, aber was ist denn deine Leidenschaft, Handwerk? Meine Leidenschaft ist eigentlich eine Idee aus meinem Kopf in die Realität umzusetzen. Ist jetzt ganz egal, ob das ein Alublech ist oder ein Kunstwerk oder ein Autoprojekt oder ein Hausprojekt oder ein Tisch. Oder ja. Aber eigentlich am meisten zeigt es sich halt in Blech. Aber Fahrzeuge sind schon Blech. Mehr. Ja, weil halt dann einfach das Endprodukt da einen Sinn hat. Okay. Wenn ich jetzt einen Tisch baue, dann ist es halt ein Tisch. Aber wenn ich damit fahren kann, ist es halt besser. Das ist nochmal so ein Obolus. Ja, man kann auch genau. Mit dem Tisch kann. Ja, wenn du dir, musst du mit den Jungs reden, wenn die einen zum Fahren bauen, geht das Tisch, auch. Ja. Okay. Die meiste Leidenschaft kann man dann doch in einem Motorrad oder Auto. Du warst jetzt das erste Mal hier. Was sagst du so vom Handwerker-Event? Mega. Ich bin ja normal nur auf Auto-Events oder viel auf Auto-Events. Da sieht man dann schon nochmal den Unterschied. Hier geht es halt ums Handwerk, um was zu bauen, um was mit seinen eigenen Händen zu schaffen und nicht mit teuer Geld an sein Auto hinzukaufen. Also sind mehr Gleichgesinnte hier, sag mal. Also hat ja ein bisschen gefeiert, das finde ich gut. Also ich freue mich, dass der Andi mich angeschrieben hat. Das ist schon wieder wie so, naja. Hat so sein sollen. Naja, ist einfach cool, weil du ein sympathischer Typ bist und das ist ja immer so, Social Media verbindet halt auch, gell? Ja. Viele sagen immer Schattenseiten, aber es hat auch extrem viele geile Seiten und das ist wieder so ein Beweis. Hier entstehen Synergien, er kann geil Blechbearbeitung, ich kann gut Alu schweißen und dann haben wir das. Ja, und dann bisschen haben wir dann am Ende das hier in einem Bild vereint. Ja, das ist mega. Aber dazu könnt ihr euch ein komplettes Video auf seinem Kanal angucken, das werde ich verlinken. Ich habe auf meinen auch eins und da geht es jetzt noch ein bisschen weiter, weil das Fahrzeug wird noch einiges mehr gemacht. Also das wird eine komplette Vollverkleidung nach vorne. Hier das, was jetzt gerade ist. Und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal die Unterstützung vom Erik brauchen, um das alles sauber zu verschweißen. Da besuche ich ihn dann aber. Und dann bin ich mal bei ihm in der Werkstatt, dass wir mal beide unsere Lokalitäten kennengelernt haben. Genau. Mein lieber Flo, ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei dir für diese geilen Pokale bedanken. Wie bist du auf die Idee gekommen? Ich wollte irgendwas Cooles machen. Und es hat auf jeden Fall geklappt. Ja. Und Rost, hast du gesagt, hast du mit irgendwas eingerieben? Und hast mit Salzwasser. Salzwasser mit ein bisschen Essig. Also, für die, die leider nicht dabei waren, das hätte er gewinnen können beim Schweißwettbewerb. Und die hat der Flo gebaut, also ich finde es nice. Und die anderen sehen es auch, dass es der Flo gebaut hat. Genau. Ganz wichtig. Danke dir. Ciao. Ja, jetzt habt ihr die coolen Pokale vom Flo gesehen. Die gehen jetzt auf jeden Fall an die Gewinner des Schweißwettbewerbs, wo ja 1 Zentimeter Spalt überwunden werden musste. Wir hatten 2 mm Edelstahlblech, mussten die Jungs mal zeigen, in 40 Sekunden, was sie drauf haben. Das Ganze haben wir mit der Böhler Uranus 1700 gemacht. Jeder dieselbe Bedingung, jeder dieselbe Zeit. In der Jury, Jonas, ich und der Holger. Der Holger war natürlich der absolute Edelstahlprofi, deswegen haben wir den in der Jury mitgebraucht, um hier auszuwerten, wer den 1. bis 3. Platz belegt hat. Ich würde sagen, wir fangen mit dem geilsten an, nämlich mit den schönen Pokalen, wie gesagt. Da geht nochmal fetten Dank an den Flo von der Schlosserbande, auch wenn er gerade nicht mehr da ist. Finde ich, der hat ganz schön geil gebaut, oder? Was sagt ihr? Yeah. Hätte ich hier wieder auf. Geiler Typ, der Flo. Es ging um 1 cm Spalt zuschweißen, Edelstahlblech 2 mm, 40 Sekunden Zeit, Vollgas.
mit der Böhler Uranus 1700. Wir haben jetzt mal hier 6 Bleche, weil wir nicht wissen, ob noch alle da sind. Das ist meine bezaubernde Fee, der Lucky. Ein cooler Schweißer, macht immer richtig crazy Videos auf Instagram. Wie heißt du auf Instagram? Lucky Luke Welding. Also, Platz Nummer 3, Alex BST. Ist der noch da? Jawohl. Herzlichen Glückwunsch, komm vor, mein Freund. Freut mich. Erstmal dein Pokal. Dankeschön. Also, ohne Scheiß, das ist mega. Super, dankeschön. So, bei dir, es gibt ja noch was. Das ist nur die Fette. Dankeschön. Platz Nummer 3 ist ein fettes Sponsoring von unserer Firma Abicore Binsel. Das hätte eigentlich der Jan übergeben müssen. Sein ja. Ah, da hinten ist er. Komm, Jan, das musst du eigentlich machen. Weil der ist so ein cooler Typ. Herzlichen Glückwunsch, cooler Absaugbrenner. Jan, du willst bestimmt was haben. Ja, ich freue mich riesig, dir diesen schönen Absaugbrenner übergeben zu können. Und ich hoffe, du hast viel Spaß damit. Also vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei dem geilen Event und dass du den dritten Preis gewonnen hast. Dankeschön. Also warte, du kriegst noch was. Entschuldigung, wir sind noch nicht fertig. Das ist mir egal. Ich soll alles raushauen, wurde mir gesagt. So, das machen wir jetzt auch. Platz Nummer 2. Wie gesagt, es ging um 1 cm Zuschweißen. Oh, das ist witzig, den kenne ich sogar. Daniel Rödiger, herzlichen Glückwunsch! Platz Nummer 2. Den muss ich übergeben, weil der Klaus Stark ist leider gesundheitlich angeschlagen, deswegen ist er leider nicht da. Herzlichen Glückwunsch, freue mich. Sau cool. Der hat es verdient, weil der hat von seinem Chef nicht so einen geilen Schweiß, das weiß ich. Achso, komm mal noch mit hin. Ja. So. Also ich kenne ihn, deswegen, du schweißt ja nicht jeden da. Eher weniger, also vielleicht zweimal, ja. Also dafür hat er eine coole Naht gemacht und Holger hat ihm gefallen. Wenn die dem gefallen hat, dann ist das schon eine geile Nummer. Ja, freut mich. Ja. Das ist fast mehr wert als das, was du in der Hand hältst. Platz Nummer 1. Ich hoffe, du bist noch da. Ich würde mich sehr freuen. Steve Hammer. Steve. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sau cool. Ich würde sagen, da hat es doch gelohnt. Erstmal dein super Pokal. Also herzlichen Glückwunsch. Freut mich sehr. Ich habe ja vorhin gesagt, bleib da. Ja. Bist du Schweizer? Ja. Was weißt du? Hauptsächlich Schwedisch, oder? Der Peter, Stahlgeflüster, komm vor, Junge! Herzlichen Glückwunsch, mein Freund, zum Schleifen. Ein bisschen Schweißhandschuhe, ist auch wichtig. Genau. Du hast dir Mühe gegeben, du hast viele Stories gemacht, hast verlinkt und die Stories waren cool. Und Jonas haben sie gefallen. In dem Video hast du wieder einen coolen Einblick bekommen. Du hast Interviews gesehen, du hast Eindrücke bekommen, wie das schon wieder gewachsen ist, das Event. Und hoffe, dass die Anregung gereicht haben, dass du sagst, nächstes Jahr bist du mit am Start. Oder dass natürlich auch deinen Kumpels, Bekannten und Freunden einfach mal weitergibst, was es hier Cooles in Mitteldeutschland gibt. Wir haben auch gesagt, es ist nicht weit. Du hast keine riesen Anfahrt. Wir sind sehr, sehr zentral. Berlin 3 Stunden, München 3 Stunden, Ruhrpott 4 Stunden, Kassel 2 Stunden, Frankfurt 2 Stunden. Sehr, sehr zentral. Das heißt, für 4.0 sollte doch für dich eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Und vielleicht haben wir dich mit dem Video überzeugen können, dass du 2025 mit dabei bist. Komm auf jeden Fall in unseren Channel, in WhatsApp oder in unseren Newsletter, wo du auf jeden Fall immer auf dem aktuellen Stand bist, wie es die neuen Themen gibt, was passieren wird, wer Neues mit dabei sein wird, dass du einfach up to date für 2025 bist. Unten rechts im Bild findest du den Kontakt direkt zu unserer Landingpage. Und oben links findest du das Video vom vorigen Jahr. Schau dir das auf jeden Fall sehr gerne an. Und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr sehen und wünsche dir einen coolen Abend. Das Weltrennen 2024 ist vorbei. Es war eine Spitzenveranstaltung. Es war mein erstes Weltrennen. Ich fand die Gespräche toll, ich fand die Leute toll, die Stände, dieses Familiäre. Und zur Auerkrönung habe ich dann den Schweißwettbewerb gewonnen. Ich habe dieses wunderschöne Schweißgerät gewonnen. Ich sage einfach mal Danke. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder.